Yo, Leute, willkommen zurück hier bei Dead by Daylight. Wir sind wieder am Start, frisch, gesund. Ja. Frisch und gesund, würde ich sagen. Wir machen eine knackige Survivor-Runde, denn ich habe zwei Dailies. Einmal muss ich mir ein Item stibitzen und damit entkommen. Und ich muss drei Leute heilen. Oder ich soll dreimal eine Person heilen. Deine Mutter, warum hast du hier einen Skillcheck verkacken? Deswegen habe ich die Claudette genommen. Sie hat Einfühlungsvermögen und damit kann ich verletzte Überlebende in einer gewissen Reichweite sehen. Ja, wir sehen es da hinten. Sie ist mit dem Killer auf dem Weg zu uns. Es ist Anna. Bye, Anna. Und sie hat das Wiegenlied der Jägerin drauf. So, ich habe eine Taschenlampe. So, ich würde gern versuchen. Oh, Totems. Wir machen mal die Totems weg. Ja. Nervenkitzel der Jagd hat sie auch. Würdest du bitte nicht mit dieser Person hierher kommen? Ah, am Arsch! Hier, friss das! Mann, ich wollte die Palette umschmeißen! Dann machst du 2 Wochen Pause und kannst das Spiel nicht mehr. Nein, ich habe zwischendurch gespielt. Ich habe ab und zu mal eine Daily gemacht. Aber ich habe sehr viele Dailies gewastet. Ich habe eine ganze Woche habe ich. Ach, ich hatte einen Strike. Scheiße, den habe ich verkackt. Ja, ich habe mit der Claudette leider nicht so gute Perks, ja. Also das, was ich da unten habe, ist schon das Beste. Ah, ich habe ja auch Flink gehabt. Scheiße. Ja. Das war jetzt nicht so toll. Ach, und es ist auch noch so eine campende Bitch. Na super. Och, Mädel, hau doch ab. Okay, jetzt hat sie sich verzogen. 3 Minuten geht die Runde jetzt ungefähr. Toll. Das ist doch wieder super. Und ich bin gleich in Phase 2. Das heißt, für mich war es das in dieser Runde wahrscheinlich. Das schafft keiner mehr, mich vor Phase 2 zu retten. Jo. Das heißt, falls wir gerettet werden, dürfen wir nicht mal mehr am Haken kommen. Super. Ja. Das war's mit den Dailies. Und vor euch gibt es dann wahrscheinlich gleich noch eine Runde hinten dran. Ich wollte eigentlich ein paar mehr Folgen aufnehmen, aber muss so lange in der Lobby warten teilweise. Das ist mir schon öfters. Ja, dann hau ich halt ab. Leck mich doch. Kann ich mir auch selber heilen. Mir wäre es auch recht, wenn ich nur eine Daily schaffe. Okay, das war der Nervenkitzel der Jagd. Das heißt, ich hole mir das Totem. Flink! Ah ne, ich war nicht im Terrorradius. Warum kommt sie andauernd an dem Totem vorbei, wenn ich das machen will? Meine Fresse, das ist doch. Das ist lächerlich. Ich becher mich weg. So. Zumindest ist die Luke schon erreichbar, falls es notwendig sein tut. Aber das Wiegenlied ist auf 1. Das heißt, die Stärke davon ist noch nicht allzu hoch. Es wird ja stärker, je öfter jemand am Haken hängt. Also, je mehr Leute sie aufhängt, desto stärker wird das Wiegenlied. Und dann ist ja noch die Frage, auf welchem Level hat sie das? Hat sie das jetzt auf Stufe 1, Stufe 2 oder Stufe 3?
Ja, sie verfolgt den Bill. Ich würde den Bill schon gerne... Hier wurde sabotiert. Warum sabotieren die Leute? Vielleicht Daily. Aber sonst lohnt sich das Sabotieren halt auch gar nicht mehr, ne? Ich hätte eine Taschenlampe, ne? Ich könnte sie... Hau ab, Anna! Huhu! Hier bin ich! Oh fuck, hier ist closed. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Okay, wir schaffen eventuell das mit dem Item. Ich komme! Liebes, ich komme! Das ist wichtig für meine Daily. Die Runde hat scheiße angefangen, aber naja. Hey, Anna! Anna folgt ihr. Ich gehe mal den Bill hinten heilen. Hey, Billy Boy, nicht rauslaufen, nicht rauslaufen! Anna! Oho! Na gut. Scheiße. Ah! Aber eine Daily geschafft, das heißt, es rutscht wenigstens die nächste nach. Super! Ah, wir sind entkommen. Zählt das jetzt wenigstens als einmal heilen? Ich guck mal. Ja, einmal geheilt habe ich von 3 tätige. Okay, noch eine Survivor Daily. Ja, bei der Hexe habe ich auch noch eine Daily. Ich hatte letztens 2. Habe ich auch versucht, beide mit einmal zu schaffen. Aber Hexe dachte sich, nö, du machst nicht beide Dailies. Wir schaffen nur eine Daily. Und zwar die Daily, dass du Leute opferst. Ich habe mit der Hexe nämlich einen Full-Team-Wipe geschafft. Ja, jetzt geh doch raus. Ja, sie ist entkommen. 2 Leute musste ich nämlich mit der Hexe opfern. Und hier war, glaube ich, genau, teleportiere und schlage 4-mal. Und dieses Zeitfenster der Teleportation mit dem Schlag ist halt so mega kurz. Du hast vielleicht 1 Sekunde Zeit. Und wenn du da nicht triffst, bist du am Arsch. GG. Okay, war eine gute Runde. Wir gucken noch, was die Leute an Punkte bekommen haben. Sie hatte das Wiegenlied auf Stufe 2. Okay. Einen glatten Stein und NN. Ich weiß nicht, es sind alles, alle 3 sind Russian Federation. Ja. Ich glaube, Pierre Dip war auch der mit den höchsten Stunden. Der hatte 400. Was? Und die anderen hatten 9. Ich glaube, der Bill hatte 9 Stunden. Und der andere hatte keine Ahnung wie viele.
glaube auch nur 50 oder so. Horrocks-Guluk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